Ja, welche Altersbeschränkung gibt es denn bei Pferd und Reiter? Gibt es da irgendwie zu den Klassen irgendwelche Ja, Altersbeschränkungen? also wir können ja wieder beim Pferd anfangen. Pferd wird im Endeffekt aufgeteilt in die Drei- und Vierjährigen. Die dürfen Reitpferde, also Aufbauprüfungen gehen, wo es wirklich schonend für die Pferde ist, dass es wirklich nur leicht traben außenrum, im Endeffekt leichten Sitz außenrum galoppieren. Es ist schon hart genug für diese jungen Pferde auf Turnier sich vorzustellen, den ganzen Stress, den ganzen Trubel. Und darum finde ich, diese Prüfungen sind fürs Pferd sehr gerecht. Dann schwenkt sich's um von drei auf vierjährig. Vierjährig dürfen sie dann diese Jungpferdeprüfungen mitgehen. Die gehen bis sechs, in Anführungsstrichen siebenjährig, wird jetzt nochmal erweitert. Und dann ab siebenjährig gelten sie eigentlich als erwachsen und dürfen dann diese schweren Springen gehen. Ja, das ist ja interessant. Ja. Beim Reiter ist es aufgeteilt in Junioren, junge Reiter, Reiter und Senioren. Oh, die Senioren. Was eigentlich auch nicht so diese vier, dass man das zu Championate natürlich, dann werden die Altersklassen relativ geteilt, dass man sagt, bis 14, bis 16, bis 18 und dann sozusagen. Also das heißt, dass es da auch ein Fairplay ist, wenn jetzt Genau, ein dass sehr die. junger, ambitionierter, geförderter Genau. Reiter von, keine Ahnung, 20 jetzt beim S-Springen mit dabei ist, Genau. kann man das da nochmal mit dem Senior, der vielleicht Genau, seit das einem Jahr das erst hat macht, man ja. viel, dass man dann auch sagt, gut, das sind jetzt diese U25 Springen, dass die dann unter sich sind, die Reiter. Aber eigentlich sagt man so, ab dem 18. Lebensjahr gilt jeder Reiter als Reiter und reitet dann auch gegen die Senioren, außer es sind diese speziell ausgeschriebenen Springen. Ah, okay. Ja, das ist ja interessant. Altersgerecht sozusagen. Richtig. Ja, super. Aber Vielen. genauso, bevor noch ein so ein kleiner Punkt, genauso ist es dann auch am Schluss bei den Senioren. Da ist es dann irgendwann, haben die Senioren auch ihre eigenen Prüfungen. Im Springen wie in der Dressur. Ja, und da zählt ja dann auch die Erfahrung oftmals, ne? Richtig. Also dahingehend, das darf man durchaus positiv bewerten. Ja, danke dir von Herzen. Und jetzt kommt gleich die nächste Frage.